1, 2 Test, wunderbar, es funktioniert. Alles wieder frisch angestöpselt für euch, für eine frisch gepresste Ausgabe von Frequent Traveler TV. Heute wieder mit Themen, die natürlich noch frisch gepresster sind als sonst. Boeing muss quasi einen 90-Tage-Sofortplan vorlegen, wie sie diese Probleme, die da so sind, loswerden. Lufthansa möchte seinen Net Promoter Score verbessern und versucht uns zu ködern mit Kaffee und Tee kostenlos irgendwie wieder in der Economy. Auch merkwürdig, aber schauen wir uns auch genau an. Dann geht es weiter mit Singapore Airlines, die ihren Service anpassen aufgrund der Vorkommnisse in Bangkok bei den Turbulenzen. Wir haben dann, die Passagierzahlen wachsen langsamer, aber die Flugtickets werden teurer. Also zwei Themen, die sich quasi irgendwie so contradictive sind, also die entgegengesetzt sind. Wir haben dann weiter Air France, die haben einen Concierge-Service und der gibt Abflugservice, Umsteigservice und Ankunftsservice. Gucken wir uns auch genau an. Und Lufthansa-Übernahme der ITA ist ein feindlicher Akt, sagt die EU. Also heute wieder Themen für euch, aber ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, immer wieder zu kommentieren. Und Stammtisch Hamburg haben wir nächste Woche auch, ich glaube Dienstagabend, ne? Ja, am 28. Also, damit haben wir alles getan. Ihr seid dran, den Kanal wirklich mit dem Like zu beglücken. Danke dafür. Das erste Thema, was wir haben, das ist Boeing. Und Boeing ist bei der FAA etwas problematisch unterwegs. Und zwar deshalb, weil die FAA zu ihnen gesagt hat, so Freunde, es geht nicht mehr. Das Problem, was halt ausgelöst worden ist durch den Türstopfen, der da rausgeflogen ist bei Alaska Airlines und auch vorher bei anderen Problemen, ist natürlich nicht zu übersehen. Mitarbeiter haben um ein Mehrfaches die normale Anzahl an Meldungen über sicherheitsrelevante Themen gesteigert. Und zwar ist es so, dass man da Hinweise gegeben hat, ich glaube über 30.000 Stück waren das und das ist wirklich ein Vielfaches von dem, was normalerweise an Sicherheitshinweisen gegeben wird. Und jetzt ist es so gewesen, dass der Kollege Kalun im Fernsehen sagt, FAA-Chef Whitaker gesagt hat, Entschuldigung, nicht Kalun, gesagt hat, dass man bei Good Morning America, dass Boeing jetzt halt einen langen Weg hat, um es zu beweisen, dass sie es mit der Sicherheit ernst meinen. Und wir hatten das ja auch gesehen, im Unterschied zu Airbus hat Boeing ja auch 1000 Stellen sicherheitsmäßig da eher eingespart als alles andere. Und das ist natürlich nicht so gut gelaufen, weil bei Boeing findet man jetzt die Leute nicht mehr, die man sucht. Aber bei der FAA hatte man ja auch eigentlich keine Leute, die diese Position machen. Deshalb hatte man das ja an Boeing outgesourced. Aber die Krise verschlingt Milliarden und die Probleme, die da sind, sind halt wirklich so, dass man halt keine Flugzeuge ausliefern darf im Moment, wirklich ohne da den Handschlag von der FAA zu haben. Und auch ist es so, dass man ja nach China auch irgendwie nicht mehr so liefern kann, wie man möchte. Gibt also alles Probleme. Und Boeings Finanzchef Brian West hat am Donnerstag eingeräumt, dass man in diesem Jahr Geld verbrennt, wobei das Geld verbrennen ja eher kein Verbrennen ist, weil wenn du nichts einnehmen kannst, kannst du ja auch nichts verbrennen, was du ausgeben könntest. Also insofern hier eher ein Problem. Ich bin mal gespannt, was da passiert, wenn der Cashflow negativ ist, auch in 2024, ist Boeing natürlich immer noch nicht bankrott, das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen, weil natürlich die Freunde bei Boeing da Militäraufgaben übernehmen dürfen. Das heißt, also sie dürfen da irgendwelche Rüstungsthemen machen, damit sie Geld verdienen und der Staat unterstützt auf anderen Themen. Also insofern, da ist jetzt nicht die Angst, dass man da ab morgen Boeing nicht mehr als Unternehmen hat oder dass es verkauft werden muss. Wir haben doch den Hinweis auch gehabt letztens, ich hatte euch die Bilder gezeigt von dem Flieger von Singapore Airlines, der da in Bangkok runtergegangen ist. Und da ist es jetzt so, dass der Kabinenservice, wenn Seatbelt Signs angeht, unterbrochen wird. Und das kenne ich auch bei anderen Fluggesellschaften so und das macht auch Sinn. Und das Zitat ist folgendes: In addition to the suspension of hot beverage service when the Seatbelt Sign is on, the meal service will also suspend it. Crew members will also continue to advise passengers to return to their seat and secure the seatbelts. They will also monitor customers who may require assistance, including those in the lavatories. Pilots and cabin crew are aware of hazard associated with turbulence. They are also trained to assist customers, ensure cabin safety throughout the flight. Singapore Airlines
will continue to review our process to safety. Also, das, was andere Fluggesellschaften auch sagen, ist natürlich so, dass man da jetzt wirklich einen Policy Change macht. Und ich glaube wirklich, dass man natürlich nach dem Flug von SQ321 auch gut daran tut, dass man das auch bei anderen Fluggesellschaften macht. Ihr selber kennt ja auch die Durchsagen zum Beispiel, dass die teilweise automatisiert sind, was ja auch richtig ist, damit man da nicht noch irgendwie einen PA machen muss, dass man aufgrund von Turbulenzen den Service einstellt. Oder aber ich habe es auf Flügen gehabt, wo man gesagt hat, ja, wir werden die erste Stunde keinen Service machen, weil das wird ein bumpy ride. Es ist die Stunde nichts passiert, ja, aber es ist halt so, dass man dann auf der sicheren Seite ist und sagen kann, hey, hätte sein können, besser so als anders. Oder aber auch mit einem Kumpel gesprochen, der 350er fliegt, der zum Beispiel über China auch Turbulenzen hatte. Die sind einfach 80 Kilometer oder 80 Meilen, also auf jeden Fall relativ weit off course gegangen, weil sie dort Gewitterwolken hatten, die sie noch nicht mal überfliegen konnten, weil die halt wirklich so hoch waren, dass man nicht drüber kam. Und damit musste man dann halt drumherum fliegen. Aber man kann selbst trotzdem, wenn man diese 80 Kilometer oder Meilen vorbeigeflogen ist, hat er gesagt, das war trotzdem wackelig. Und auch eine Sache, die man auch im Hinterkopf behaben muss, wenn wir in der First Class vorne sitzen oder mit der Business Class, die weit vorne ist, dann ist es so, dass man da hinten eventuell durchgeschüttelt wird, vorne das aber nicht merkt. Und das ist halt der Grund, warum die First Class vorne ist. Und wenn man sich hier das Flugzeug vorstellt, hier ist das Cockpit, wo die Kamera ist, und das ist auch der Dreh- und Angelpunkt. Dann seht ihr einfach, wie wenig sich das hier dreht, aber hinten, wie viel sich das dreht. Das ist relativ krass, wie das da ist. Ich versuche das jetzt nicht zu... Aber ihr seht, was ich meine. Heißt also, natürlich, je weiter man hinten im Flugzeug ist, desto mehr merkt man das auch. Und wenn man vorne dann denkt, da passiert nicht wirklich was, gerade so bei einer 340-600, habe ich auch öfters von Crew schon gehört, dass die von hinten aus der Aft-Galley angerufen haben und gesagt haben, du, mach Cockpit sein. An hier bei uns hinten grüttelt sich alles durch und vorne im Cockpit so, was passiert hier? Hier ist nichts. Und genau das ist das Thema. Also das heißt, wenn wir vorne sitzen, es kann also nicht immer so sein, dass wir dann immer alles mitbekommen. Deshalb auch hier nochmal so als Hinweis. Aber viele von euch haben das ja jetzt mittlerweile als Best Practice, dass man sich wirklich auch anschnallt. Ja, und ich versuche auch wirklich, das mehr zu machen. Aber ich habe eigentlich vorher auch schon mal versucht, darauf zu achten. Ja, da muss ich einen Schluck Wasser nehmen. So viel geredet. Da ist trockener Hals. Wo auch ein trockener Hals ist und viel geredet worden ist, das ist bei der Lufthansa und bei der ITA-Übernahme. Und da ist es so, dass man wirklich sehr, sehr viel darüber diskutiert, dass man, wenn man die ITA übernehmen möchte, dass das für die ITA gut ist. Aber die EU ist immer noch der tiefsten Überzeugung, dass man, wenn man eine Kartellfreigabe geben möchte, das nicht machen kann im Moment, weil es eine feindliche Übernahme ist. Und zwar ein feindlicher Akt gegenüber Italien und den Italienern. Hört, hört, deutsches Volk. Der Tedeschi ist das Tedeschi? Tedesco? Keine Ahnung, ich spreche kein Italienisch, ich bin nur Lateiner. Aber auf jeden Fall der Deutsche, der hinter den Alpen dort wartet und den Italiener versucht wahrscheinlich immer zu ärgern, der ist gefährlich. Und das ist so. Es besteht die Gefahr, dass die Flugpreise steigen und die Frequenzen senken. Und das ist, was Margrethe Vestager gesagt hat, warum die Vorbehalte auch sind von der EU gegenüber der Übernahme. Und Reuters sagt auch, dass man bereits ein breit angelegtes Interline Agreement von Lufthansa die Wettbewerber natürlich problematisch treffen. Und das muss man natürlich auch sagen. Aber man muss natürlich auch dann sagen, dass auch dieses Intercont Joint Venture I++ gemeinsam mit den Transatlantik-Freunden von United und auch von Air Canada zum Beispiel, dass man die da rauslassen will und dass man auch Kapazitätszusagen gibt. Das heißt also, dass man sagt, wir reduzieren keine Flüge. Dann sagt ihr, ja, was bringt das? Das bringt insofern, dass halt mehr Flüge gibt und damit gibt es mehr Sitzplätze und damit kann man dann halt im Moment so ein bisschen was steuern. Aber man muss natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, im Moment ist es so, dass die Stühle oder die Sitze, Stühle sind teilweise hier auch, je nachdem, welche Flieger man sitzt, dass es auf jeden Fall so ist, dass im Moment immer noch mehr Nachfrage ist als Angebot. Also insofern wäre das jetzt nicht so problematisch, ehrlicherweise. Interessant ist auch, ob man jetzt hier zusätzlich zu Slot-Konditionen auch da dann prüft, das Risiko besteht, dass es weniger Verbindungen höhere Preise gibt, sowohl im Inland als auch natürlich auf Verbindungen in die Vereinigten Staaten.
Das sagte Versteger Versteger, glaube ich, heißt sie, zusätzlich. Und die Lufthansa kann aber sowas ihren Aktionären nicht vermitteln. Und deshalb ist es halt so, dass da eventuell MSC wieder im Boot ist und da halt auch was wird. Wie hieß denn der Typ nochmal? Ist der Ponti? Ponte? Ich glaube, Aponte. Also auf jeden Fall MSC. Ihr könnt eher dazu sagen, was ihr dazu haltet, davon denkt. Ist es für den Italiener schlecht? Ist es eine feindliche Übernahme? Ist es für den Italiener im Allgemeinen nicht zu vermitteln und vor allem auch nicht für den Aktionär? Ich weiß von euch, einige haben Aktien. Ich weiß nicht, ob ihr die Aktien wirklich habt, weil ihr damit Geld verdienen wollt. Oder ob ihr sagt, ich finde Lufthansa cool und ich kann damit dann halt jedes Mal zur Jahreshauptversammlung gehen und mir meine Stulle abholen. Gibt es das überhaupt noch? Kaffee, Kuchen umsonst? Also, das wäre mal interessant. Wir schauen uns an das Thema, wo ist es denn hier? Flugtickets werden teurer. Also das heißt, wir brauchen nicht den Italiener, dass die Flugtickets teurer werden, aber die Flugtickets werden teurer und das sagt ein Vergleichsportal, Check24. Und zwar die Auswertung ist, dass die Preise um 8% gestiegen sind. Wenn wir aber Michael O'Leary von Ryanair uns angucken, der sagt im Gegenteil, nee, wir müssen so ein bisschen da Schub machen und haben die Preise reduziert. Also insofern ist das jetzt auch nicht ganz so spannend. Den größten Preisanstieg gibt es für Flüge auf die britischen Inseln. So kostet etwa ein Hin- und Rückflug nach Edinburgh im Schnitt 327 Euro anstatt 67 Euro als 2023, ein Plus von 26%. Dublin ja auch. Und unter den wenigen Reisezielen, von denen Preise im Vergleich zu 2023 geschunken sind, ist Athen. Athen ist günstiger geworden. Und zwar bei Athen ist es so, dass es bei Athen Hin- und Rückflüge in den Sommerferien 2024 303 Euro waren und im Jahr davor waren es 351. Und da hat man natürlich die Frage, ist das jetzt eine normale Preisentwicklung? Ist das etwas, was einfach kommt und Gott gegeben ist? Oder ist das wirklich etwas, wo wir sagen, da ist was im Busch? Und natürlich ist es so, dass man da eine Nachfrage hat, Inflation, Betriebskosten, aber auch die Ticketsteuer natürlich da auch reinspielen. Deshalb ist die Frage auch, ob diese Zahlen darum, wenn es gesunken ist, dann ist es natürlich so. Aber wenn die Preise halt gestiegen sind, ob das da auch da nochmal reinkalkuliert worden ist, was es gestiegen ist, dass man da halt nochmal gucken kann. Und interessant ist auch, dass man sparen kann. Wenn die Urlaubsdaten und dem Abflughafen flexibel sind, so können die Flüge günstiger sein, wenn die Airports in Bundesländern liegen, denen Abflug keine Sommerferien sind. Auch mit Blick auf Angebot von Abflughäfen im benachbarten Ausland kann man noch Geld sparen. Also etwas, was uns allen natürlich bewusst war. Wobei Bayern hat, glaube ich, als letztes Sommerferien oder wie war das? Die haben das ja, glaube ich, als Naturgesetz. Interessant ist aber im Gegenteil Folgendes, und zwar ist das so, dass die Passagiere, die Zahlen, dass die weniger stark wachsen. Also das heißt, dass die Dynamik nicht mehr da ist, die vorher da war, also die Wachstumskurven. Und der Flughafenverband ADV hat gesagt, dass die Zahlen weiterhin dem Corona-Niveau 2019 zurückbleiben. Mit einer Erholungsrate von 82,1% lag Deutschland im europäischen Vergleich weiter hinten. Liegt das daran, weil Ryanair nicht mehr bei uns reinfliegt oder andere Fluggesellschaften nicht mehr reinfliegen? Wäre eine interessante Frage. Auch ist es so, dass man die staatlichen Kosten da als Problem sieht. Also insofern muss man da natürlich dann sagen, dass 17,4 Millionen Ein- und Aussteiger bedeutet im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar ein Wachstum um 8,9%, aber im ersten Quartal des Vorjahres waren es 13%. Daran sieht man das halt. Ist also dieses Revenge Travel weg? Und auf der anderen Seite, woran liegt das wirklich, dass die Leute halt nicht fliegen? Und aus meinen Augen ist es halt wirklich so, dass die Leute den Nachholeffekt hatten, aber dass viele Leute auch kein Geld haben, um zu fliegen, weil natürlich viele Kosten gestiegen sind. Hier könnt ihr auch schreiben, was ihr davon denkt und was ihr davon haltet und inwieweit ihr da der Meinung seid, dass da die Preise jetzt sinken sollten, anstatt zu steigen. Also da von euch nochmal etwas Interessantes an Wissen. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Jetzt zeige ich euch etwas von der Air France-Seite.
Und zwar der Air France Concierge Service. Genießen Sie einen persönlichen Gleitservice am Flughafen Paris Charles de Gaulle. Unser Concierge Service ist für alle Gäste in Economy, Premium, Economy, Business buchbar und findet folgende Leistungen. Privattransfers, Transport Ihres Gepäck bei Abflugankunft, persönliche Betreuung am Flughafen bei Abflugankunft oder Umsteigen. Hier seht ihr das, ich habe euch das mal aufgeklappt, auch beim Anflug, Ankunftsservice auch nochmal aufgeklappt. Und da sieht man halt wirklich, was da alles drin ist. Priority Lanes benutzen, dass man abgeholt wird. Und übrigens hier, das ist interessant, das ist Privattransfer ab Adresse Ihrer Wahl bis 40 Kilometer. Gut, wenn man nicht in Paris wohnt, ist das natürlich direkt nicht mehr lustig. Aber das ist halt Paris Stadtgebiet, Randbezirk und Orte in einem Umkreis von 40 Kilometer um den Flughafen Paris Charles de Gaulle. Das ist hier unten. Aber was ich spannend finde, ist der Preis. Guckt euch das mal an. Wenn ihr den Preis anguckt, jetzt dreht er sich zu Tode. Das finde ich natürlich auch spannend, was es da gibt. Da ist es halt wirklich so, dass man, wenn man diesen Concierge-Service mit 40 vom Flughafen haben möchte, dass man da, warum dreht er sich jetzt hier so tot? Das finde ich jetzt nicht nett. Da ist es doch, dann holen wir das. Und da seht ihr das auch, den Concierge-Service-Option Umsteigeservice, da sind es 300 Euro, also relativ okay. Ihr könnt auch mit Meilen bezahlen. Aber ihr seht, dass zwischen 4 und 5 Gästen ein Sprung von 300 ist, anstatt vorher von 50. Warum? Weil der Concierge maximal 4 Gäste betreut und dann kommt dann halt nochmal neu. Also im Prinzip wäre es so, wenn Gast 1 mit 300 ist, kann man hier auch rein theoretisch auch einfach 300 nehmen und die können wieder von 9 anfangen. Und 450 und 900 ist halt 450. 450 ist das Doppelte. Das ist jetzt für den Umsteigeservice. Wir haben hier, warum gibt er mir das nicht? Ich finde das jetzt echt gemein in der Sendung, dass er mir das nicht gibt. Gucken wir mal, ob er mir das hier gibt. Nein, er dreht sich auch zu Tode. Aber ich meine, es wäre so gewesen, dass wenn das Concierge-Paket kein Loungezugang, kein privater Limousinentransfer zum Flugzeug inklusive, man kann halt den Business Class Lounge für 75 Euro dazu buchen. Wenn ihr die Services haben wollt, könnt ihr natürlich dazu was sagen. Und ich hätte mit den Preisen lieber euch was gesagt, aber ab 300 geht es los. Ich habe euch für euch die Frage des Tages als ersten Teil davon natürlich auch gestellt. Und zwar, was haltet ihr von den Air France Kundenservice? Was findet ihr bei der Dienstleistung gut? Würdet ihr diese Dienstleistung auch wollen? Was vermisst ihr bei der Dienstleistung? Weil ich denke, dass wenn man so etwas macht, dann sollte ein Loungezugang schon dabei sein, anstatt 75 Euro kosten. Aber das macht das Ganze natürlich wesentlich billiger. Limousinentransfer wäre natürlich auch nett gewesen. Das hat man ja, wenn man da First Class fliegt mit der Air France. Das hat man ja bei dem, wie heißt das nochmal, La Première Service. Also da wäre das in meinen Augen top dazu gewesen. Ob man jetzt den Sprung bei 4 Leuten auf 5 Leute mit 300 berechnen sollte, ja gut, das ist natürlich auch so ein bisschen fraglich. Aber da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe den Preis, ich versuche das jetzt nochmal, aber er will wirklich nicht. Er ist bockig bei dem Concierge Service. Ich gucke mal hier, ob ich das in dem anderen... Ha, hier gibt es mir jetzt. Dann zeige ich euch das quasi nicht. Aber es ist halt so, dass der Concierge-Service beim Ankunftsservice kostet 400 Euro. Und dann habt ihr auch wieder den Sprung bei 4 Gästen auf 5 Gästen von 400. Wenn ihr mit Meilen zahlen wollt, sind das 80.000, 90.000, 100.000 und so weiter. Wenn ihr die billigste Variante mit dem Abflugservice nutzen wollt, ist auch nicht die billigste, sind 400 Euro. Und dann aufwärts könnt ihr auch mit 80.000 Meilen zahlen. Also das heißt, das günstigste ist der Umsteigeservice ab 300 Euro. Ja, schön, dass es noch geklappt hat und dass es halt da was gibt. Aber ich meine, ich kann euch das auch noch mal aufs Auge geben, wenn ihr wollt. Dann haben wir das zumindest fürs Protokoll getan. Ups, nee, das macht er nicht. Doch, das macht er schon, aber dann muss ich das einmal wegmachen. So, da habt ihr es. Das ist immer, wenn man noch ein anderes Video guckt. Er zeigt dann alle Fenster. Also hier seht ihr den Preis, 300 und so weiter und so fort. Oder aber auch, wenn ihr sagt, ihr möchtet den Abflugservice haben, da haben wir auch den Preis. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet den Ankunftsservice haben, dann habt ihr diesen Preis. Und wenn ihr hier gucken wollt, hier in dem Fenster dreht er sich immer noch zu Tode. Also insofern
Technik, die begeistert. Das letzte Thema, was uns auch begeistert, das ist die Lufthansa. Und da muss man dann natürlich ehrlicherweise sagen, ja, ihr habt uns nicht mehr so lieb, wie wir eigentlich lieb gehabt, geliebt werden wollen. Und da muss man natürlich dann sagen, ja, das ist in der Tat ein Thema. Und nicht Carsten S. aus M., sondern Jenselmann Ritter sagte in einem Interview, was sie der Aero gegeben haben, führen bei Lufthansa Tests durch Kaffee und Tee wieder gratis abzugeben. Und es ist so, dass man sparen muss und im Wesentlichen fokussiert man sich auf kurzfristige und mittelfristige Initiativen. Ergebnis Sicherungsprogramm für 2024, in dem unter anderem neue Projekte verschoben bzw. nicht genehmigt werden. Beispielsweise interne Vorhaben wie Renovierungen, ein Effizienzprogramm, das wir nun intensivieren. Das beinhaltet im Wesentlichen Digitalisierung und Automatisierungsmaßnahmen, jedoch auch beim Zusammenspiel unserer Lufthansa Airlines Flugbetriebe in Frankfurt und München zur Effizienz und Synergien zu schließen. Man möchte ja auch mit den Freunden aus München von der Lufthansa City Airlines dann auch ab München fliegen und man möchte dann auch gucken, wie man die Leute, die man einstellen möchte, einstellt. Also das heißt, man möchte jetzt etwas weniger Leute einstellen, aber nur, also eigentlich will man mehr Leute einstellen, aber nur im Servicebereich. Also das heißt, man geht diesen Singapore Airlines Weg, alles, wo der Kunde einen Blick drauf hat, also was der Kunde sieht, no, top, aber der Rest auch nicht. Aber dafür ist die Lufthansa nicht bekannt. Also ich glaube schon, dass die den letzten heißen Scheiß auch bei sich haben wollen. Also das ist jetzt nicht ganz so. Aber das sagt er, dass man da, da Leute einstellen will. Und er sagt auch bei Piloten und Pilotinnen, Engpässe gibt es kein Recruiting-Problem bei Cockpit-Personal. Wir bieten sehr attraktive Arbeitsbedingungen, die im Markt sehr große Interesse wecken. Sehr große Interesse wecken, ja, so ist das. Ja, die Streichung einiger Boeing 747-Flüge waren die Folge des Streiks, da uns kurzfristig aufgrund komplexer Dienstplanvorgaben in der Folge Co-Piloten fehlt. Nach einigen Tagen hat sich der Personalstand aber wieder normalisiert. Das war das eine, weil man sagte, man hätte keinen Personalmangel. Dann, was hat man gelernt? Wir werden zusätzlich Piloten mit der Boeing 787 auf die 747 zurückschulen, um eine größere Personaldecke zu schaffen. Und das wirkt sich auch auf den Lizenzerhalt der Piloten positiv aus. Dann möchte man die Produktivität steigern und man sagt, man hat die Hausaufgaben gemacht. Lufthansa sagt auch, dass Airbus zuverlässig produziert und mit den älteren Passagierflugzeugen, also mit der Langstrecke, die 330 werden sukzessive zur Discover Airlines gehen. Bis 2027 werden uns zudem alle Airbus 340, 300, 340, 600, 747, 400 verlassen. Das wirkt sich auf die Produktivität auf positiv. Ende 27. Also die 747-400 weg, aber auch die 340-300, 600, all diese alten Clipper, sagen wir dann Winke, Winke, auch wenn ich stinke, glaube ich, war der Song. Und dann mit der Kundenzufriedenheit. Es ist ja jetzt der zweite Flieger Allegris in den Startlöchern, das muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen. Dieses Jahr soll es so sein, dass jeden Monat ein Flieger noch kommt, ab 2025 soll es sein, dass alle zwei Wochen einer kommt, also im Monat zwei Stück. Finde ich toll. Man kann sich jetzt darüber lustig machen, aber es ist halt wirklich ein Riesenaufwand, die Flugzeuge da zu bringen. Deshalb würde ich da jetzt Abstand von nehmen, dass man sich lustig macht. Deshalb. Man sagt, dass Allegris ein großer Meilenstein ist für die Premium-Strategie. Dabei geht es mehr als um nur die neuen Sitze. Es geht auch darum, die Lounges weiterzuentwickeln, sagt er. Und er sagt auch, dass man in das digitale Reiseerlebnis investieren möchte. Nein, man möchte nicht da investieren, dass er sagt, hey, ich möchte nach New York fliegen, dann kriegen wir ein Video zu sehen von New York und dann waren wir quasi da, brauchen wir nicht mehr hin. Sondern es ist halt wirklich so, dass man da Gas geben möchte. Und man hat in der Business Class auf Langstreckenflügen das kulinarische Angebot ergänzt. Könnt ihr das bestätigen? Habt ihr da irgendwas gesehen? Und man möchte jetzt hingehen, dass man auch die Flotte etwas aufrüstet mit Steckdosen in der Kabine. Gepäckfächer, die größer sind, finde ich auch. Da haben wir uns ja lange breit über kommentiert. Sie sind mit dem Angebot in der Premium Economy, in der Economy in Europa gerade nicht zufrieden. Wir bieten bereits ein sehr gutes Produkt, streben aber grundsätzlich im Sinne unserer Fluggäste nach Optimierung. Findet ihr das Economy Class Produkt der Lufthansa gut? Da wäre ich mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Und es soll keine Bezahlessen mehr geben.
Es wird doch weiter Bestandteil sein. Das heißt also, es wird trotzdem weiter geben. Viel Frust gibt es auch in Sachen Gepäck, weil das Gepäck kostet. Nehmen Sie Handgepäck mit und hören dann, dass Sie nicht die Kabine nehmen können. Ja, das ist Lufthansa sagt, man hätte großzügige Handgepäcksregeln in der Branche. Finde ich natürlich jetzt nicht so stimmig, aber okay. Und man arbeitet mit Flughäfen zusammen und erfolgreich sogar zusammen. Das kann man jetzt auch so nicht sagen. Aber ich denke mal so, dass die, man kann das jetzt so nicht sagen. Aber der Net Promoter Score, und das ist halt auch etwas, was spannend ist, ist sehr beeinflusst vom persönlichen Erlebnis, natürlich von der Stimmungslage. Es steigt, wenn auch nicht exponentiell. Insgesamt ist es jedoch deutlich zu niedrig. Mit einer breiten Allegris-Flotte, die Umrüstung der Kurzstreckenflotte auf und einer zunehmenden Stabilität des Flugbetriebs würde ihn nachhaltig steigern. Wir sind froh, wenn unsere Produktanpassungen von unseren Kunden sehr positiv bewertet werden. Also, und da kommt für mich die nächste Frage, die ich an euch habe, im Rahmen an die Kundenzufriedenheit. Und zwar hier, was sollte Lufthansa tun, um den Kundenservice zu verbessern? Ist das jetzt wirklich Kaffee und Tee? Was ist das Thema? Also, ist das daran, dass es halt nur noch Bob gibt bei Onboard? Oder ist das jetzt einfach so, dass er grundsätzlich einfach keinen Bock auf Lufthansa hat, weil sie einfach beim Billigflieger zu nah rangekommen sind? Da bin ich mal gespannt, was eure Kommentare sind. Dann hat er noch gesagt, die ersten Allegris 350 mit der neuen Business Premium Economy und Economy Class werden ausgeliefert. Die 350 erhalten dann zusätzlich die neue First Class. Die rüsten wir auf den ersten Flugzeugen nach. Grund ist in der Tat etwas längere Zertifizierungsprozess nach luftfahrtrechtlichen Bestimmungen der EASA und der FAA. Ja. Allegris gibt es viele verschiedene Sitze und welcher Sitz ist von ihm der Lieblingssitz? Und er sagt, ich bin mir sicher, dass Vorteile individuellen Angebots klar überwiegen und einen echten Premium-Mehrwert haben, ist eigentlich ganz einfach. Unsere Gäste buchen einen Business-Class-Sitz und wer darüber hinaus etwas ganz Spezielles haben möchte, zum Beispiel mit mehr Privatsphäre, mit extra langem Bett oder viel Platz zum Arbeiten, kann das ergänzend buchen. Ja. Und was ist jetzt sein Lieblingssitz? Und zwar von Jensemann Ritter. Ich habe gleich mehrere Lieblingssitze. Je nach Reiseanlass, ob mit der Familie oder auf Dienstreise, muss diese aber noch auf langen Strecken persönlich ausprobieren. Mein Geheimtipp ist auch die neue Premium Economy. Als ob er Premium Economy fliegt, Freunde der gepflegten Gastlichkeit. Also, wenn ihr Jens Ritter, CEO der Lufthansa, seht in der Premium Economy, schickt Bilder. Unglaublich. Glaubt ihr das selber? Also, naja, nun gut. Das sind so die Themen und man muss halt wirklich gucken, was man da macht. Man wird noch ein bisschen mehr Wettlies machen. Aber ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze seht. Und ich muss die Sendung auch jetzt wieder beenden, weil sonst wären wir 30 Minuten lang und das wird dann zu lang. Morgen fliege ich auch wieder nach Hamburgo, habe morgen zwei Webinare. Mal gucken, ob ich morgen die Sendung schaffe. Also auf jeden Fall danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren und so weiter. Ich gebe euch den Abspann. Also bis morgen. Danke in all den Frischen. Denkt dran, den Kanal, die Kommentarfunktion. Also bis dann. Und liken habe ich, glaube ich, vergessen. Also hier den Abspann. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt, der Abspann? Hier ist er. Also bis dann. Ciao. Thank you.